will sie nicht zeigen, wie gut das aussieht, TG7, der Beamer. Ja, also signifikant. Und wenn wir hier noch einen zweiten Teil machen, die Sauerstoffausschöpfung aus dem Blutkörperchen, dem roten Blutkörperchen, in die Zelle hinein, ist bei dem Beamer deutlich signifikant, aber richtig gut. Das heißt, wir haben beide Punkte, bessere Durchblutung durch die kleinen Gefäße und bessere Sauerstoffgewinnung. Logisch. Gerät Nummer 7. Was kann es, wenn man das alles aufarbeitet, die ganze Statistik mal auf den Punkt bringt, was gut rüberzubringen ist? Es geht immer so um ein Drittel ungefähr. Ein Viertel bis ein Drittel, verbesserte Durchblutung mit der Mikrozirkulation, natürlich der venöse Rückstrom, das heißt, das Blut kann auch besser raus. Und ganz entscheidend, das ist der für jeden und macht einen gesund über Nacht. Das definitiv nicht. Aber es unterstützt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das will ich versuchen, ob wir da ein bisschen zusammenarbeiten können, dass wir das hinkriegen. Ein ganz pauschaler Satz. Ich meine, es ist logisch. Das ist, möchte jeder von uns gesund, vital sein, hohe Alter. Wo wir gerade vorgestern mit jemandem gesprochen hatten, die sagte, die wäre jetzt 85 und wüsste nicht, ob sie, der Mann war verstorben von der Zeitung, wüsste nicht, ob sie wirklich das so weitermachen möchte. Hat aber auch Enkel inzwischen und das ist dann der Ansatzpunkt, dass man natürlich. Alterung und Krankheit verlangsamen sich jedoch die Bewegungen der kleineren Gefäße. Dadurch sind die kleinen Helfer viel zu langsam unterwegs und können ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen. Und genau deshalb kann sich Lukas nur schlecht konzentrieren, seine körperliche Leistungsfähigkeit lässt nach, sein Rückenschmerz und die Schmerzmittel erreichen nicht das Ziel. Ganz wesentliche Punkte. Nahrungsaufnahme geht nicht so gut. Die Nährstoffe kommen nicht so gut an. Die Medikamente kommen nicht an. Die Schadstoffe können nicht so gut abgebaut werden. Auch Manual-Therapie anwenden, manche machen das immer. Und auch andere Strukturen der Gewebe zu beeinflussen, das ist übertrieben. Aber ich bin nicht immer 100% sicher, weil ich ja auch denke, der Körper macht eh alles von alleine irgendwo. Und Unterstützung, was wir ja von außen haben, ist immer gut. Und ich glaube, von was ich jetzt gesehen habe, das dauert manchmal. Ne? Ja, also es ist so, einmal die Unterstützung ist hier in diesem Fall ja von innen, ja. Weil die Gefäße, also sind in der Diskussion im Prinzip schon, von innen, weil die Gefäße, die Durchblutung der einzelnen Zelle sich deutlich verbessert hat oder verbessert wird dann um. Der zweite Punkt ist, das ist natürlich dann gezielt die Anwendung zusätzlich zu der Watte. Richtig. Und das dritte ist, was du sagst, es dauert. Wir sagen, vor 6 bis 8 Wochen tritt kein Effekt, kein spürbarer Effekt ein. Aber das ist schon diese Hände, wo ich hier, und die hatte Tennisbogen gehabt und war bei Physio und so weiter. Und ich habe sie zweimal am Tag mit dem Ding 4 Tage, das war weg. Und ich weiß nicht, ob das wirklich das war. Also, ich meine, sie hat gesagt, das war es. Also, ich habe es nicht gesagt. Ja, sie hat es gesagt. Und ich glaube es auch. Okay. Ja. Wirklich so. Also. Und ich habe genau das Gerät drauf gemacht, ja. Wie er. Genau, auf den Ellbogen. Genau. Schmerzhaft. Ja. Immer noch nicht so klar, genau, aber derjenige, der den Orthopäde, mit dem ich zu tun habe, meint, oh, Lamar, dann bin ich älter und ich habe ja auch ein bisschen Kilo um Jahr rum. So, irgendwann ist halt Schwerpunkt irgendwo was. Und, aber seit, wo ich das Beamer benutze, es gibt Tage, wo ich ja das gar nicht spüre. Es gibt wieder Tage, wo ich das Maus spüre, je nach wie ich schlafe. Es sind verschiedene Sachen. Wie ich mir, also ich ernähre mich sowieso sehr gut. Ich trinke genug. Ich bewege die Mobilisationsstrukturen, sage ich mal, Bewegungsmaßnahmen, Beckenboden, Knie und der ganze Kram. Aber das ist immer so eine Tagesformsache. Und ich merke tatsächlich, wenn ich zum Beispiel ab und zu Dynamics mache, egal welche Richtung und so weiter. Also diese LWS, weil ich habe ja Lordosis, weißt du, der ist echt tatsächlich entspannter. Und ich